Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen ohne Sorgen. Und da bin ich bei einem Thema, bei einem aktuellen Thema, das Thema Sorgen. Und ich komme gleich zum Punkt. Menschen machen Dinge und dann gibt es Auswirkungen. Ursache und Wirkung ist ein Naturgesetz, ein universell gültiges Naturgesetz. Und dann kommen sie mit den Auswirkungen nicht zurecht, weil sie vielleicht falsche Ursachen gesetzt haben. Und dann meinen diese Menschen, sie müssen in einem Chaos andere Menschen einziehen. Das heißt, man kommt dann mit seinen Problemen nicht mehr klar, die was man selber produziert hat, und versucht dann andere Menschen mit hineinzuziehen. Und da möchte ich uns allen eine Empfehlung aussprechen. Misch dich nicht in Angelegenheiten anderer Menschen hinein, solange du nicht wirklich tatsächlich einen Auftrag dazu hast. Lass dich nicht in das Chaos anderer Menschen hineinziehen, das ist nicht gut, sondern halte dich daraus. Das nennt man auch Neutralität. Also für uns selber ist es wichtig, eine gewisse Neutralität zu wahren, weil sonst sind wir schnell hineingezogen, das kostet uns Energie. Kraft kostet unsere Aufmerksamkeit und diese Aufmerksamkeit und Energie und Kraft würden wir benötigen, um unsere eigenen Dinge zu lösen. Das heißt, letztendlich ist es eine Flucht, seine eigenen Dinge anzugehen, wenn man halt ständig glaubt, man muss Samariter spielen. Hier, so sind wir geprägt, nicht nur durch diese christliche Weltanschauung, die was vollkommen falsch ausgelebt wird, weil dort, wo Hilfe benötigt wird, geben wir keine Hilfe, weil wir vielleicht dort unsere Hilfe und unsere Energie, Zeit, Geld und Aufmerksamkeit investieren, wo es uns eigentlich nichts angeht. Und da habe ich einfach in meiner Autobiografie ein schönes Foto, ein Bildchen, das sage ich jetzt, ich hoffe, dass man es sehen kann. Ja, ich glaube schon, meine Kamera ist nicht so besonders. Da sieht man quasi, wie der Captain sein eigenes Schiff verlässt, seine eigene Mannschaft, um anderen zu helfen, das Wasser aus dem Boot zu kippen und dabei sein eigenes Schiff untergeht. Und das sollte uns eine Warnung sein, lasst euch nicht hineinziehen in das Chaos anderer Menschen. Es sei denn, es bittet euch wer darum und dann prüft es noch einmal. Wie oft hilft es gar nichts, ein Fass ohne Boden zu stopfen, immer wieder hineinzugießen und die Probleme nicht bei Ursachen zu wirken, also zu lösen. Und Menschen neigen dazu, halt ernere Probleme dann abzuschieben. Das ist auch der Sozialstaat. Ich habe Probleme mit Alkohol. Ja, dann auf Staatskosten mache ich einen Entzug. Ich habe psychische Probleme auf Staatskosten. Ja, gehe dann halt in Therapie und so weiter. Und diese Art und Weise, würde ich sagen, es ist eine parasitäre Lebensweise. Und das will man einfach nicht unterstützen. Und ich ertappe mich immer wieder selber dabei, wie Menschen, die triffst und dann erzählen sie nur über ihre Probleme und du bist dann nicht eher ein geistiges OP. Also hier einfach wirklich auch ganz klar zu sagen, lieber Mann oder liebe Frau, das sind deine Sachen und wieso sollte man das anhören, wieso sollte ich mich da ausrudern lassen, das hast du verursacht, man kann vielleicht ein vernünftiges Gespräch führen, auf das hinzuweisen, Eigenverantwortung zu übernehmen und auch diesen Mensch in der Eigenverantwortung dann zu lassen. Und das schafft viel freie Energie, damit wir unsere eigenen Dinge, die was einfach auch Priorität haben, anzugehen. Das heißt nicht umsonst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, zuerst sich selbst zu lieben, zuerst um sich selbst zu kümmern, ist nicht egoistisch, sondern einfach sehr altruistisch.